Hallo, da bin ich nochmal. Ich wollte eigentlich gerade schon ausmachen, aber dann habe ich zurück ins Spiel geklickt und ich war in der Wo ist Cutscene. Machiavelli? Ich konnte ihn nicht finden. Ich brachte die Contessa hierher. Katharina. Würdet ihr uns verraten, wo ihr wart? Ich suchte nach Ezio. Was ist mit Cesare und Rodrigo? Cesare ritt davon, bevor ich ihm nahe kam. Und Rodrigo war überhaupt nicht dort. Merkwürdig. Rodrigo ist meistens im Castello. Wirklich seltsam. Welch Verschwendung. Nichts für ungut. Schon gut. Wenn Cesare in Urbino ist, müssen wir unsere Truppen sammeln. Ich dachte, wir wollten sofort zuschlagen. Unmöglich. Cesare kommandiert ein großes Heer in der Romagna. Ihr kämmt nie an ihn ran. Ich sage, wir arbeiten hier, in Roma. Wir mindern Borgias Einfluss und steigern den unseren. Und jawohl, ich möchte sofort beginnen. Volpe, holt Claudia und Bartolomeo her. Machiavelli, trefft mich draußen. Kümmert euch um sie. Oh, ich glaube, ich weiß, welche Mission jetzt kommt. Seht, die Borgia rauben dem Volk alles, um ihre Macht zu erhalten. Was wollt ihr jetzt tun? Wir gewinnen ihn für unsere Sache. Ihr beliebt zu scherzen. Um zu siegen, Machiavelli, brauchen wir treue Soldaten. Wenn wir Staatsfeinde rekrutieren, bewaffnen wir jene, die von den Borgia entwaffnet wurden. Dann geht. Rekrutiert die ersten Novizen. Erinnert ihr euch noch an dieses Bürgerretten aus Assassin's Creed 1? Das, was wir jetzt machen, ist rein technisch gesehen genau das gleiche. Diese Symbole auf der Karte, auf die wir gerade zu rennen, bedeutet, da ist ein Bürger in Gefahr. Dann müssen wir alle Wachen töten, die neben dem stehen. In diesem Fall ein wenig... Na, Moment. Machen wir es einfach so. Einfach gehalten. Und dann müssen wir halt aufpassen, dass der Bürger nicht stirbt. So, reden. Die Befreiung Roms hat begonnen. Ich danke euch. Es wäre mir eine Ehre, an eurer Seite zu kämpfen, Signore. Und wir haben den Assassinen. Ihr seht da oben, anfangs können wir halt... Also... Wir müssen jetzt halt zwei rekrutieren, aber wir können halt noch deutlich mehr... Assassinen insgesamt haben. Ich glaube, es gibt ein Maximum von 9. So, und die können wir dann auf Aufträge schicken und dann leveln sie auf. Und dann wird das schon eine ganz coole Sache erst später. Also anfangs sind sie noch nicht ganz so cool, aber... Ah, ich liebe diese Assassinen. Deswegen heißt das Spiel übrigens auch Brotherhood, weil man halt die Bruderschaft der Assassinen sozusagen... wieder zu neuer Größe erhilft. Man kann sich halt einfach, also wenn man möchte, kann man sich natürlich auch aussuchen, ich möchte jetzt bestimmte Assassinen haben, wobei allerdings letztendlich alle Assassinen gleich sind. Aber wenn man halt sagt, der sieht mir unsympathisch aus, kann man die halt retten. Also wenn man einen Bürger gerettet hat, dann hängt man auch erstmal eine Weile an dem. Ich will den da, genau. So. Komm. Jetzt da. Und da. Irgendwie sieht die genauso aus wie unsere letzte Assassinin. Die Befreiung Roms hat begonnen. Ihr habt mich gerettet. Mein Leben gehört euch. Man kann übrigens natürlich auch männliche Assassinen retten. Ist nur gerade keiner da gewesen. So, jetzt sind halt noch ein paar neuere Herausforderungen hinzugekommen, halt bezüglich dieser Assassinen. Und... Das ist jetzt so eine Sache, diese Türme sind jetzt offizielle Assassinentürme, die wir gerettet haben. Es ist aber jetzt erstmal nicht so das Entscheidende. Ups. Wo ist die nächste Mission? Gott, so viele. Linksbumse. Da gehen wir erstmal dahin. Dann kann ich nämlich
jetzt zeigen, wie das jetzt halt ist mit auf Aufträge schicken, was ich damit meinte. Ja. Sache 1, wir können Assassinen rufen. Kämpfen dann halt einfach für uns. Und sobald wir halt alle Waffen auf dem Bildschirm befreit haben, hauen sie auch wieder ab. Die laden sich halt nach und nach da oben auf, die Anzeigen. Man kann insgesamt 3 davon haben. 3 Anzeigen bedeutet nebenbei bemerkt nicht genau 3 Assassinen. Aber ich glaube, bei 3 bekommen wir, glaube ich, den 2. und bei 5 den 3. Balken. Also wir müssen jetzt auf jeden Fall noch ein paar Bürger befreien. Ups. Danke. So, und hier können wir jetzt hingehen und mit Tauben sprechen. Neuer Rekrut. Assassinsiegel. Neuer Rekrut. Hier können wir sie uns alle ansehen. Genau, bei 3 gibt es das zweite Siegel. 4, 5. Und, nee. Bei 4 gibt es das zweite Siegel und bei 6 das dritte Siegel. So. 3 weitere können wir bereits freischalten und dann müssten wir noch 3 Borgia, also für jeden zerstörten Borgia-Turm bekommen wir einen neuen Assassin. Und insgesamt können wir dann am Ende, jetzt muss ich rechnen, 12 haben, wenn ich mich nicht verzählt habe. So, dann können wir die auf Aufträge schicken. Fangen wir einfach hier in Florenz an. Da ist halt Schwierigkeit und so weiter und so fort. Höhere Schwierigkeit, da würden... Das würden wir aktuell noch nicht hinkriegen. Wir fangen einfach mit einem einfachen an. Belohnung, Erfahrungspunkte. Wie lange sie dafür brauchen. Und dann schicken wir jetzt halt die dahin. Ihr seht da oben, wie hoch sie die Erfolgsaussichten ist halt, wenn man Glück hat, dann werden sie... dann schaffen sie das. Wenn man Pech hat, sterben sie allerdings auch. Das ist das Problem. Oh. Muss noch sagen, Mission starten. War was. So. Jetzt kann ich nur noch sie noch losschicken. So. Das Blöde ist, jetzt sind alle Assassinen unterwegs, aber das Gute ist, wenn sie das nächste Mal wiederkommen, bekommen wir ein bisschen Erfahrungspunkte. Ich warte jetzt auch mal bewusst, bis sie... Also ich warte... Ich lasse die Folge jetzt noch weiterlaufen, bis sie wieder da sind, damit wir das wenigstens noch gezeigt hatten. So, und ansonsten... Ja, da können wir halt noch eine... Erinnerungen machen. Aber ich habe gerade keinen Bock auf Erinnerungen, ehrlich gesagt. Komm, befreien wir doch einfach mal ein paar Bürger, beziehungsweise erstmal gehe ich zur Bank. Da bin ich nämlich noch nicht zugekommen seit der Mission. Warum wird uns das Assassinen-Siegel da oben noch angezeigt? Wir haben keine Assassinen mehr zur Verfügung. Wir haben gerade alle auf Aufträge geschickt. Oh, da habe ich mich mal wieder vertippt. Das wäre mir irgendwie typisch, wenn ich einfach mal wieder die falsche Taste gedrückt habe und deswegen doch noch... Okay, Assassinen-Siegel ist weg. Sind beide auf Aufträgen. Ja, und das kann man dann halt noch... Also man kann halt immer mehr und immer mehr... Die werden halt immer stärker, die Assassinen, sind dann auch immer nützlicher im Kampf, man kann denen mehr Erfahrung, also man kann denen, also die bekommen bessere Ausrüstung und ihre Erfolgsaussichten bei Missionen steigen auch mit ihrem Rang. Und irgendwann sind es dann richtige Assassinen. Geld abheben. In dich möchte ich nicht investieren, wobei in dich eigentlich auch, weil... Gebetsperlen, die brauche ich für die Schmiedherausforderung. Erstmal alles reparieren. Rüstung. Waffen. Eine Waffen, Armbrust. Aber auch immer viel Munition. So, Geschäftsauftrag da. Eine Gebetsperle. Das würde ich dann gleich vielleicht sogar machen. Aber jetzt erstmal... Muss ja nur bis zum Amber machen. Ein Vergnügen, Signore. Ein Vergnügen, Signore. Ich habe genug Geld für den Rauchbombenbeutel, sehe ich gerade.
Hallo. Darf ich? Ja. Besucht mich oft. Yay, Rauchbomben. Die Mode ist eine launische Mätresse. So, wo können wir denn am besten mal nachgehen? Ich würde jetzt gerne hier einfach durchgehen, vielleicht ein paar Nebenmissionen machen. Weil, lass erstmal einfach die ganzen Assassinen retten. Gehen wir hier oben lang. Und die Nebenmission mache ich einfach offline alle. Und dann mache ich beim nächsten Mal zunächst diese reparierte Erinnerung. Ich bin mir nämlich nicht mehr ganz sicher. Es könnte sein, dass das die Mission ist, wo wir diese versteckte Doppelklinge bekommen. Da bin ich mir aber gerade alles andere als sicher. Also müssen wir mal gucken. Gehe aber davon aus, weil... Nun, sonst wird man uns nicht jetzt schon... halt die Möglichkeit geben, uns das zu kaufen. Oder... Wir müssen die nächste richtige Mission machen. Ich bin mir nicht sicher. Also, ich weiß auf jeden Fall, man bekommt die versteckte Doppelklinge von Leonardo. Stand da ja vorhin auch unter anderem. Und ich habe mir bei Uplay so ein komisches Add-on gekauft. Entschuldigung. Das halt irgendwas mit Leonardo zu tun hat. Das bedeutet, wenn es irgendwie eine wiederhergestellte Erinnerung ist, dann könnte es das sein. Moment, 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 Moment. Wen sehe ich denn da? Seide. Yes, Jackpot. Das ist so die andere Möglichkeit, an die Waren zu kommen. Diebe und Borgia-Kuriere haben immer irgendwelche wertvollen Materialien dabei. Ach, mit Doppelklinge wäre das viel epischer. Die Befreiung Roms hat begonnen. Ich verdanke euch mein Leben. Ihr habt gezeigt, was diesen Hunden fehlt. Wahre Führungsqualitäten. Bitte nehmt mich mit. Ja, ja, zu Befehl. Ich gehe gerade sowieso nur von einem Rekrut zum nächsten. Da muss ich auch dran denken, also... Ich könnte zwar darauf achten, dass ich immer mindestens... zwei hier habe, damit ich diese Assassinen-Siegel benutzen kann, aber ganz ehrlich, das lohnt sich nicht wirklich. Also, die sind zwar gut zu benutzen, aber es lohnt sich gerade zu Beginn mehr, die einfach halt die ganze Zeit auf Missionen zu schicken, damit sie Erfahrungspunkte bekommen. Weil, erstens, sie leveln auf, sind dann nützlicher. Zweitens, mit mehr Erfahrungspunkten, ich muss niesen. Also, ja genau, sie kämpfen dann besser. Zweitens, dann kann man ja überlegen, ob man sie vielleicht dann nicht weiter auf Mission schickt, weil man halt dann sagt, okay, mittlerweile habe ich halt genug davon, wenn ihr versteht, ach, wie auch immer, dann, und man bekommt halt viel Geld durch die Mission, also durch die schwereren Missionen insbesondere. Ich habe mich gerade selbst verwirrt mit dem Reden. Tatsache, Assassinen am besten, bis sie voll ausgebildet sind, erst auf die Mission schicken, immer. Oder man kann ja später überlegen, dass man ein paar dabei behält, immer. Aber ich würde zumindest, ich persönlich bin der Meinung, dass es besser ist, sie alle immer loszuschicken zum Trainieren. Ich meine, ich habe es bei mir auch ehrlich gesagt noch nie geschafft, dass wirklich einer von denen... Doch, einer ist mal gestorben. Da habe ich aber auch es wirklich drauf ankommen lassen, weil ich wissen wollte, was passiert, wenn die Mission fehlschlägt. So, erstmal hier runtergehen. Ach, ich liebe die Wurfmesser. Die Tatsache, dass man mehrere von denen werfen kann, ist irgendwie geil. Die Befreiung Roms hat begonnen. Das war knapp, grazie.
Ton? Hallo? War das jetzt nur bei mir so oder war bei euch auch irgendwie der halbe Ton abgeschnitten? Scheiße, ich verschwinde hier. Okay, verschwinde. Entschuldigung. Aus dem Weg. Für den Transport schwerer Waren, wenn möglich, nur die Hauptstraßen zu benutzen. Alles, was ich da. Da bekomme ich jetzt auch die ersten Mitteilungen. Oh, der ist schon tot. Das ist auch immer super, wenn man so eine Sekunde zu spät hier ankommt und der dann einfach schon tot geprügelt wurde. Dann gehe ich gleich auch zu einem Assassinen-Dingsbums und kümmere mich dann darum, die neu zu organisieren. Weil, haben wir gerade die Meldung bekommen, eine Mission war erfolgreich. Man kann sich auch die Geschichte zu den Attentaten, die die dann durchführen, durchlesen, aber naja, so interessant sind die jetzt nicht. Ist halt das Gleiche, was man als Nebenmission in anderen Assassin's Creed Spielen bezeichnen würde. Dass halt irgendein Händler korrupt ist, irgendwer hingerichtet werden soll. Wobei die späteren Assassinen machen dann schon so größere Sachen fast schon. Hallo. Hi. Die Befreiung Roms hat begonnen. Das war sehr tapfer, Signore. Grazie. Bitte, zeigt mir, wie man so kämpft. Da. Und dann soll ich noch einen rekrutieren? Komm, weil der so dicht ist, nehme ich den noch mit. Oh. Ist hier so eine riesige Wand vor? Ja. Komme ich da trotzdem hoch? Ja, Glück gehabt. Ach, was ist denn jetzt schon wieder los? So. Die Befreiung Roms hat begonnen. Ich verdanke euch mein Leben. Ihr habt gezeigt, was diesen Hunden fehlt. Wahre Führungsqualitäten. Okay. Ich werde dann einfach offscreen ein wenig Assassinen rekrutieren gehen. Warum habe ich denn jetzt einen Schmied rekrutiert? Ich wollte nicht den Schmied markieren, sondern den Taubenschlag. Da. Oh, wir haben jetzt schon 6 Stück zusammen. Geil. Das ist so eine Sache, wenn man 3 hat, kann man die Taste auch gedrückt halten. Und ist es nicht ganz so cool, aber nur so, um es zu zeigen. Pfeilhagel, der jede Wache auf dem Bildschirm ausschaltet. Das ist sehr cool, wenn man es einfach in irgendeinen Kampf rein spammt, wo man dann einfach 1000 Wachen auf einmal hat. Verbraucht allerdings alle 3 Assassinen-Siegel. Das ist dann halt der Nachteil daran. Aber es ist schon eine coole Sache. Keine Ahnung, ob ihr den Trailer zu Assassin's Creed Brotherhood gesehen habt. Da ist das auch sozusagen so dargestellt. Das ist ziemlich cool gemacht, finde ich.
Alter. Neue Assassine angeworben. Assassinen angeworben. Assassinsiegel. Abgeschlossen. Level up. Beigetreten. Abgeschlossen. Level up. Beigetreten. Assassinsiegel. Okay. So. Und jetzt können wir halt einen Punkt auf Rüstung oder Waffen geben. Auf beides können wir bis zu 4 Punkte verteilen. Man hat am Ende genug, um alles zu verkomplettieren. Wir können auch die Kleidung auswählen, wenn wir möchten. Mache ich vielleicht später mal. Ich mache es einfach aktuell erstmal so ein bisschen verteilt. Und dann schicken wir die doch. Könnten wir das machen, wenn wir hier alle zusammen. Ne. Barcelona vielleicht eine einfache Mission. Wenn ich die da. Ich sicher dazu tue. Sicher und dann noch einen von denen, die noch nicht ganz erfahren sind. Komm, machen wir einfach ein Frauenteam. Mission starten. Problem ist, je mehr teilnehmen, desto. Also, wenn man mehrere Teilnehmer hat, müssen diese sich die Erfahrungspunkte teilen, sozusagen. Aber ich mache es lieber so, dass ich halt irgendwie dafür sorge, dass ich eine 100%ige Gewinnchance habe. So. Mission. Achso, Attentatsmissionen sind halt dann an den anderen Taubenschlägen. Geschichte sieht man halt die erfolgreichen und fehlgeschlagenen Aufträge. Ja, und das ist eigentlich auch schon alles. Da, es gibt dann halt auch einige Missionen, da gibt es, genau, wie hier zum Beispiel Terrakotta-Gefäß, da gibt es dann halt noch solche Sachen als Belohnung für Kölle, da können wir auch sowas machen. Diese Sterne sind übrigens nochmal eine erhöhte Schwierigkeit. Also mal schauen, ob wir so eine Mission bereits haben. Ne, haben wir noch nicht mal. So eine 5-Sterne-Mission wäre halt der schwerste Schwierigkeitsgrad, den es gibt. So. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.